Ja, hallihallo und herzlich willkommen. Eine weitere Subnautica-Folge hier am Mittwoch steht für euch an. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich viele Ziele erreicht. Ja, lass doch mal in Ruhe hier, Kollege. Wir haben durch Zufall unseren Terraformer gefunden. Wir haben Lithium geholt und wir haben eine ganze Menge Zähne einkassiert. Und wir wollen natürlich jetzt schauen, ob wir hier noch einen Zahn rein zufälligerweise rausziehen. Ansonsten würde ich sagen, wir verabkrümeln uns dann in unsere Basis zurück. Na, wie schaut's aus? Kein weiterer Zahn? Nacht bricht auch herein. Das ist ja immer so eine Sache mit den Zähne suchen. Da. Ich wollte es gerade sagen. Dann nehmen wir den noch mit. Und bisschen Metallschrott auch noch. Okay. Dann danke ich euch erstmal, Jungs. Ups. So. Zurück zur Hauptbasis. Da können wir einige tolle Sachen machen. Natürlich auch unsere Beobachtungskapsel Dingsbums Gedöns. Ach ja. Und die Wrackdinger wollte ich natürlich auch noch erkunden gehen. Ich habe so viel vor. Ich komme gar nicht dazu. Immer wenn ich mir was vornehme, fällt mir dann noch irgendwas anderes ein. Furchtbar. Wir haben auch schon wieder den nächsten Kollegen. Aber wir haben jetzt erstmal. Oh, sorry. Hier haben wir sogar noch einen Unterwasservulkan. Können wir auch noch den Unterwasser-Energiereaktor nutzen. Aber ist ein bisschen arg weit weg von unserer Basis. Ja, und da müssten wir uns natürlich auch noch einen Namen überlegen. Denn Mainbase finde ich irgendwie ein bisschen. Ja, war auch nur daher gesagt, so schnell wie möglich irgendwie erstmal was haben, damit wir diese Boje benennen können. Ach nee, ja. Bin ich jetzt schon wieder irgendwo dran gefahren und habe so ein Glubber-Ding hinten dran? Oder was hat uns gerade hier dezent gestreichelt? Naja, wir sind ja gleich da. Dann werden wir erstmal einen Blick auf unsere kleine Mutti hier legen. Wir werden sie erstmal warten, gesund machen. Hey, wer parkt denn hier unter unserer... Und unter unserem Storage-Bereich. Ich hoffe, der macht keine Dellen rein hier, der Kollege. Ja. So, haben wir jetzt hier noch irgendwelche Blubber-Dinger drauf? Das sehen wir natürlich nicht. Lass mal Licht einschalten. Nö. Wir sind frei von sämtlichen Blubbern. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir gehen mal schnell hier rein. Welcome aboard, Captain. Ja, genau. Achso, jetzt sind wir natürlich wieder voll, ne? Ah, verdammt. Da hat man doch vorhin was ausgetauscht. Genau, der kann erstmal laden. Lithium. Was haben wir da noch alles drin? So, sollten wir ein bisschen Platz haben, dann können wir hier erstmal futtern. Vital signs stabilizing. Und ich stelle gerade fest, ich habe gar kein Medikit mit.
Werfen wir das erstmal hier ein. Okay, gut. Folgendes. Wir schnappen uns jetzt Titan und Lithium. Die Zähne tun wir mal unten rein. Und dann machen wir erstmal hier fette Verstrebung. Genau, dass wir hier die Verstrebung, Verstärkung natürlich. Oh mein Gott. Diese kleinen Mistviecher. So, da haben wir hier schön unsere Shots eingebaut in der letzten Folge, vorletzten Folge. Genau. Und da kommen die Dinger hier erstmal rein. Verstärkung. Da. Wo sind wir jetzt? Bei 16,5. Das ist doch mal in Ordnung. Na, genau. So, ich denke mal, das reicht dann auch. Also, auf jeden Fall, um hier gescheit dann viele, viele Glassachen bauen zu können. Deswegen nutze ich das jetzt einfach. Und als Storage-Bereich ist das dann, sage ich mal, hier ideal. Genau. Ja, hier können wir nichts Glasiges reinbauen, ne? Das ging hier... Ne, das ist ja auch nur hier zusammengesteckt. Aber hier würde dann wieder funktionieren. Aber ich will hier natürlich kein Glas drin haben. Das geht nur da lang. Okay. Beauty. Hä? Ging das Shot jetzt wieder von alleine zu? Hätte das doch aufgelassen. Na egal. So, hier haben wir unser Energiedingenskirchen. Oh, es ist geil. Okay, das ist voll. Da werden wir jetzt erstmal nichts rausnehmen, denn wie ihr hier oben erkennen könnt, sind wir knapp bei Kasse, wollte ich schon sagen, knapp bei Strom. Und wenn wir jetzt hier weitere bauen, dann ja, zieht er ganz schön viel Saft. Deswegen ist jetzt die nächste Überlegung, dass wir unseren Reaktorbereich bauen. Und den möchte ich hier unten reinpflanzen. Aber hier kommt natürlich erstmal noch unsere Beobachtungskapsel hin. Dazu brauchen wir emerlites Glas und die Zähne. So, das nehmen wir mal hier raus. Ah, Gold. Okay. Die Notfallbatterie lassen wir drin. Und da gehen wir hier erstmal hin. Ja, das ist der Geister-Willi. Denn wir haben hier das Licht ausgemacht und es sieht sehr, sehr düster aus. Okay, also da wollte ich rein. Ich brauche, ja, immer so. Wie viel brauchten wir? 3 Stück, oder? Die Kuppel? 3-mal, okay. Alles klar. Gehen wir mal hoch. Glas. Und 3-mal das Glas.
Sehr schön. Können wir nämlich jetzt hier dieses Forschungsteil reinsetzen. Diese Ausguckplattform. Kommt hier hin. Was sich. Ne? Hier. Kann ich die nicht hier hinsetzen? Oh, die kann ich ja nicht etwa nur von draußen machen, oder? Achso, ich muss die drehen. Oh Mann. Jetzt kann man die nur von außen setzen. Aber daran soll es nicht scheitern. Machen wir doch. Ja. Da soll sie hin. Ach, Quatsch. Ja. Und? Okay, geht nur von der Seite. Also ich habe jetzt hier E gedrückt, ne? Und ich konnte sie jetzt leider nicht hier herstellen. Warum auch immer. Wollte einfach nicht. So, was haben wir denn noch für Einrichtungsgegenstände? Haben wir da nicht schon ein paar Sachen? Hier. Cool, Titan. Okay. Wie viel Titan haben wir denn noch? Ein. Wahnsinn. So. Hier haben wir nur Glas. Und das ist schon wieder alles leer. Judy. Ach so, jetzt sind wir da. Das war natürlich taktisch von mir nicht gescheit. Nein. Ja. Okay, und Glas war hier. Da nimmt ja unsere Basis langsam, aber sicher schon ein paar Formen an. Warum kann ich hier nicht reinlaufen? Hallo? Was ist denn hier kaputt? Warum kann ich hier nicht reinlaufen? Ach, Inventar voll, okay. Ach, das ist aber auch ein Mist. Legen wir hier erstmal kurz ein paar Sachen ab. Dafür haben wir ja unseren Storage-Bereich. Nehme ich jetzt mal hier den ersten. So, und ich wollte ja auch noch ein paar Schilder hier machen. Deswegen hatte ich das ja natürlich mitgenommen. Achtungskapsel, ja, bla bla. Nein. Nein. Jetzt komme ich rein. Okay. Warum auch immer. Okay, das soll uns natürlich jetzt erstmal nicht weiter stören. Wir kommen jetzt hier dran. Sehr schön. Und weiter geht's. Gehen die Türen jetzt wirklich von alleine zu? Ich hatte doch extra das Schott aufgelassen.
Ach, jetzt habe ich bestimmt auch das ganze Lithium rausgetan, oder? Ich bin eine Nuss. Nein, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen haben wir noch. So, 83, okay. Alles klar. Wie viel können wir noch machen? Okay, das war's. Ach Leute, das nervt doch. Okay, jetzt werden wir hier erstmal den Gang verlängern. Gangkorridor. Ach. Schon wieder alle. Dann machen wir einen Weg hier runter. Und natürlich soll hier erstmal die Beschriftung hin. Wenn wir das so ungefähr. Genau. Wie können wir das? Ah, ja. Sehr schön. Ja, was sieht denn besser aus? Nein, so nicht. Achso, das ist mit Schild, okay. Das ist nur Aufschrift. Das ist mit Hintergrund. Und das ist Farbe, okay. Ja, ich denke mal, das ist ganz gut. Aufschrift. Das ist jetzt Lager. Raum. Ja, auf jeden Fall fett. Oh, das ist wo. Aha, die Schrift wird so ein bisschen davor projiziert oder das Schild. Das kann man so ein bisschen erkennen. Klebt halt nicht direkt drauf. Warum nicht? So, noch ein Schild, wenn wir von der Seite kommen. Das ist nicht ein bisschen fett? Na, egal. Genau. Farbe machen wir wieder gelb. Mit Symbol. Oh, das ist ein bisschen zu groß. Und noch nicht mal die richtige Höhe gepackt, geschafft hier. Mein Gott. Na egal, das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Jedenfalls, wenn wir jetzt von hier kommen, sehen wir auf jeden Fall, das ist der Lagerraum. Passt perfekt. Da haben wir doch wieder was geschafft. Ja, dann holen wir uns jetzt hier ein bisschen Glas, machen den Gang noch lang. Und dann können wir in der nächsten Folge gleich loslegen, um dann einen Weg zu unseren. Welcome aboard, Captain. Ja. All systems online. Genau, wie viel brauchen wir da jetzt eigentlich dafür? Können wir noch zwei Gänge machen, okay. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Glas herstellen. Dann hat man natürlich das alles schon leer, ja. Jede Menge Glas brauchen wir. Ich scheiße jetzt auch erstmal hier auf diese Energie, auf den Verbrauch. Ich mache das jetzt so. Könnten uns natürlich auch einen Fabrikator erstmal provisorisch da unten reinbauen. Und ja.
Damen unsere Base, mit dem Bild verabschiede ich mich erstmal von heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen. Abo wäre super toll. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und ja, also wir sehen uns. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.